Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Reaver Season 5. Schön, dass ihr heute am Samstag wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge möchten wir gerne, beziehungsweise möchte ich gerne daran anknüpfen, wo ich letzte Folge aufgehört habe. In letzter Folge hier diese, unsere Güterlinie, so Güter-Mainlinie nach Schorndorf gebaut. Und ich möchte jetzt ganz gerne weitergehen mit dem Äußeren hier, RIP. Vielleicht würde ich sogar hier hinten mit drauf gehen. Allerdings fährt der Zug hier über 200. Das wird schon eher nur ein Bremsklotz nachher. Damit wir dann Lehnfelde und sogar weitergehen bis nach Niederhorbach. Obwohl ich eins noch gerne ausprobieren möchte gleich. Niederhorbach mit einem Flughafen. Mit einem Frachtflughafen. Ob das funktioniert? Dazu, das machen wir zuerst. Niederhorbach, Frachtflughafen, die erste. Das versuchen wir jetzt in der heutigen Folge mal. Wir nehmen erstmal hier nur den ganz kleinen, den großen. Oh. Kann man den hier noch reinkriegen? Nicht ganz. Das ist jetzt doof, ne? Flughäfen hier irgendwie so hinzubauen. Die kriegen sich dann ja da hinten quasi. Wenn wir den hier hinsetzen, sind wir da schon ein bisschen weiter weg. Dann müsste das eigentlich passen mit Landeanflug und nicht. So, wir haben jetzt hier einen Frachtflughafen. Wir werden jetzt hier erst. Wir können dann hier auch den Güterbahnhof hinmachen. Ob der nun jetzt. Ob wir den letztendlich brauchen, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, 320 Meter und curved andere Richtung und zweiter Straßenanschluss. Ich würde sagen, wir bauen ihn hier einfach erstmal pauschal hin. Ob wir ihn dann brauchen oder nicht, das sehen wir dann. Ich möchte mich ganz gerne echt Frachtflugzeuge haben. Das ist echt schon ein großer Wunsch von mir. Und den möchte ich dann halt auch gerne verwirklichen. Ne? So. Ja. Na gut, da muss halt ein Haus dran glauben. Müssen immer mal Opfer gebracht werden. So. Gut, haben wir das auch. So. Hier hin. Dorthin. Hier hin. Dorthin. Wo ist denn unser? Da oben. Würde ich sagen. Du bist da. Und dann fährt er leer zurück. Und der andere geht jetzt ins Industriegebiet. Oh, Maus, komm. Deine Dummheiten. So. Schauen wir mal in Niederhorbach. Niederhorbach hat auch schon 1400 Leute. Güter Niederhorbach. Zack, 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 zack und zack. Und dann einmal nochmal Güter Niederhorbach 2. So. Zack. Zack. Den. Dann sollte er leer zurück, ne? Habe ich das so gesagt, ne? Habe ich so gesagt. Dann macht er das auch so. So. Hatten wir hier schon ein Straßendepot? Ne, wir haben hier nur Straßenbahn rumfahren. Dann bauen wir hier noch ein Depot hin. Das ist ja nicht jetzt das große Thema hier. Ups.
Güter. Güter, Güter, Güter. Der kann ja nicht alle wichtigen Sachen transportieren, die wir hier brauchen. So. Güter Horbach. Und dann einmal noch den DHL. Zack. Ja. Können wir ja ein bisschen. So. Und der geht auf die. Ne, die zwei brauchen nicht so viele. Da kann einer weg. Auf die zwei. So. So, da haben wir das auch. Dann werde ich jetzt mal eine neue Fluglinie genauso einrichten, wie es. Wir nennen sie erstmal Test 2. Wie sie auch, wie ich sie in meinem Skandinavien, also meinem Stockholm-Karte gemacht habe. Genauso möchte ich das jetzt hier auch machen. So. So, das heißt, wir haben jetzt das. Jetzt setze ich hier nur die kleinen. 1, 2, 3, 4. Linie zuweisen, Test. Und hier hinten nehmen wir auch 4. Weil es, wenn die Linie nämlich läuft, dann kann ich die reduzieren auf 1 und kann dann noch eine andere Linie dann dazu machen. So. Ja, bei den Flugzeugen jetzt zuzugucken, das wird ja ewig dauern, bis die da ankommen. Außer wir machen vielleicht jetzt Zeit im Schnelllauf. Och, mein Gott. Nervt mich nicht alle, ich bin am Aufnehmen. Also in der höchsten Geschwindigkeit sollte das ja eigentlich ganz gut das ergehen. So, in der Geschwindigkeit ist das Spiel ja gar nicht so doll am Lenken, ne? Dann geht das ja noch einigermaßen. Obwohl das jetzt mit 140 natürlich schon echt lahmarschig, ne? Ein Zug wäre genauso schnell. Aber wenn die Linie funktionieren würde, das wäre schon echt cool. Das dauert natürlich jetzt alles, bis das erstmal jetzt in den... Das muss jetzt ja quasi in den Firmen ankommen. Die Firmen müssen erstmal die Produktion steigern. Da muss erstmal der ganze Nachschub kommen. Da müssen die Firmen das produzieren. Da muss das zum Zug. Vom Zug muss es dann zum Flughafen. Bis es dann letztendlich beim Flugzeug ankommt. Eieiei. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Aber trotzdem möchte ich euch ganz gerne einmal diesen Flug zeigen. Über den Wald hier ist nicht eine Stadt. Oh, es geht schon Landanflug. Okay, aber es scheint so, als wenn wir von da hinten anfliegen. Also wir werden jetzt erst so eine Kurve dann nochmal drehen. Oh, da startet gerade die Lufthansa. Wir sind jetzt quasi Lufthansa entgegen. Wenn die jetzt starten würde, wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob das passt. So. Und wir landen. Ja gut, haben wir den Flug einmal gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier hinten in Minden, ob das jetzt hier irgendwann mal was auslöst. So, hier kommt jetzt ein Zug. Er lädt hier was ab. Aber hier kommt noch nichts an. Wir können das Diagramm hier erst einfach mal an der Seite offen lassen. Lassen wir das erstmal offen. Ja. So. Und dann würde ich sagen, fliegen. Warte mal.
Wo sind meine ICEs? Wo sind meine ICEs? Nicht schon wieder. Hier ist einer. Der nächste steht hier. Der nächste steht da. Und der andere steht hier. Ach, das ist doch eine Scheiße. Jedes Mal fahren sich diese verkackten Züge wieder zusammen. Das ist doch so ein Müll. Das ist doch echt für einen Arsch. Oh, das regt mich echt auf. Finanzen, ja, guck doch die Finanzen an, das ist doch Kacke. Finanzen. Also geht immer weiter nach unten. Diese Dreckszüge. Dieses Drecksystem. Warum können die nicht den Abstand halten gehen? Wie genau wie die Busse. Das funktioniert doch auch. Warum kann man das nicht auf die Scheißzüge duplizieren? So, jetzt steht er hier. Fährt nach Schorndorf mit 44 Leuten. Super. Macht natürlich richtig Gewinn. Kannst du versuchen, mit 3 Zügen zu arbeiten. Ab ins Depot. Fahr weg. So, und du hältst an. Müssen wir wieder ein bisschen auseinanderfahren hier. Wo immer er jetzt hinfährt. So, er rückt auf. Wo geht denn Depot? Ja, komm, wir sind ganz schön dicht dran hier. Ja, so erstmal wieder ein bisschen auseinanderfahren, die Züge. Der nächste müsste jetzt ja eigentlich gleich einfahren hier. Was ist der denn? Okay. Ist der schon durch? Einer ist jetzt hier. Und einer ist da. Stopp. Anhalten. Ja, wunderbar. Der steht jetzt ja auch eine halbe Minute, halbe Stunde hier, bis er dann erstmal alle Leute eingeladen hat. Versuchen wir es mit 3 Zügen. Vielleicht schaffen wir es dann, dass die Züge halt immer alle voll sind. Weil wir jetzt ja quasi eine Kapazität von 1500 dann haben, sollte ja nicht reichen. Das Problem ist, weil die Ladegeschwindigkeit bei dem Zug so langsam ist. Aber dafür steht er halt schön lange, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. So, jetzt kann der meinetwegen wieder losfahren gleich. Jetzt kann der losfahren. Und der fährt los, wenn er hier aus Minden raus ist. Nicht früher. Ja, jetzt wird es natürlich auch wieder schon laggy.
Natürlich doof jetzt. Ist echt. Ich wollte auch meine Güterlinie bauen. Hat nichts geklappt. Flugzeug klappt auch nicht hier. Seht es, da wird nichts angeliefert. Das ist doch alles völlig für einen Anus. Wenn du hier aus Minden rausfährst, dann. Dann. Dann fährt erst der andere los. Ich muss schon fast gucken, wo der nächste schon wieder steht. Hier angekommen ist. Nein, ist er noch nicht. Er ist hier hinten. Um ihm nochmal ein bisschen Zeit zu verschaffen. Nachdem es jetzt geleckt hat, soll er nochmal abbremsen. Und wenn er anfängt wieder aufzuladen, jetzt darf er weiterfahren. So, jetzt werde ich gerade angerufen. Bin dann sofort wieder da, meine Freunde. Oh, hat mich gerade so ein kleiner Inder angerufen aus irgendwo aus Indien, weiß der Kuck, was, aus dem Callcenter. Ja, vom Windows Technical Department. Ich habe festgestellt, dass auf ihrem Computer ein Virus ist. Ja. Hat er festgestellt. Oh Gott, jetzt habe ich verpennt. Hätte der Zug natürlich eher losfahren müssen. Naja, egal. Und ja, natürlich auf Englisch. Ich habe ihm gesagt, ja, nö, ich habe nur Apple. Ich dachte, oh, dann habe ich Fehler im System. So, ja, dann haben sie Fehler im System. Dabei habe ich aber gar kein Apple, also. Ja. Egal, ne? So, Fluglinie scheint nicht zu funktionieren. Läuft. Freut mich. Wie ist denn der Rhythmus? Alle 148 Sekunden. Da kannst du dich eigentlich ja nicht beschweren, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Na gut. Und dann würde ich sagen, können wir hier jetzt anfangen, nochmal unsere Linie kurz zu bauen. Muss nur mal ganz kurz gucken. Sekunde, das Bild friert einmal gerade. Dim. Okay. So, ich bin wieder im Spiel, meine Freunde. Dann jetzt können wir einmal anfangen. Also mit der Linie möchte ich dann ganz gerne schon da hinten hin. Ist die Frage, machen wir den Kreis jetzt ziemlich eng? So. Und ziehen jetzt einfach gerade. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt mit drauf gehen? Ich glaube nicht, aber wir können die nebenher führen. Das können wir machen. Mit draufgehen, glaube ich, ist keine gute Idee. Weil der Zug hier nämlich schon seine 200 Stundenkilometer fährt. Und wenn wir mit unseren lächerlichen 120 dann ankommen, 160 fährt er, da will man natürlich jetzt den Fernverkehr dann aufhalten. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. So. Machen wir zwar auch wieder vier Gleise hier. Aber immerhin unterschiedliche Züge. Eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, Zug dann so zurücklegen muss. So. Ein Flugzeug. Oh, ein Passagierflugzeug wahrscheinlich. Ja, das Problem ist, jetzt sehe ich gerade, wir haben hier einen Hügel. Wo baue ich denn jetzt hier die Station hin? Und das müssten wir auf vier Gleise ausbauen. Das geht natürlich nicht. Ist ja ganz klar. Wenn wir das halt so machen.
Jetzt auf 4 Gleise. Kollision. Mit was? Mit was? Ach, Spiel. Ja gut, das werde ich im Offscreen ja mal kurz umbasteln. Und, oder im Offscreen, manchmal im Offscreen. Mal gucken. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und Abo da. Und würde ich sagen, sehen wir uns in 7 Tagen wieder. Samstag um 12 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao.